Ja, auf jeden Fall. Es dauert halt noch eine Weile. Und wenn jetzt das Ego-Shooter-Spiel rauskommt, dann... Dann denken sich die Entwickler einfach, jo, brech mal gleich ab, machen dich noch mehr schlechten Eindruck. Wir tun's einfach raus. Ja, genau. Ganz schlecht. Einfach so verbuggt raus, das ist scheißegal. Ja gut, die Leute Bugs hat's nicht, jetzt keine gehabt, nur ein bisschen Spellrousing haben. Ich habe jetzt im Internet mal... Bugs. Ja gut, ist mit der 4, das ja, ist ja, aber dann... wenig. Also... Es gab schlimmere Spiele, wo ich gespielt habe, wo mehr Bugs gehabt haben in der Beta. Ist halt auch EA, ne? Die haben ein bisschen Erfahrung. Ja. Die, aber guck, Star Citizen an, die haben gar keine Bugs. Bugs. Du meinst Star ist, EA macht's ja nicht. Ja, aber die verkacken halt immer den Release, aber... Also spieletechnisch haben sie schon Erfahrung. Ja, aber Star ist. Wenn dann... Ja. Weil EA macht es ja nicht so, da ist. Ja, aber EA vermarktet. Ja. Ist der Publisher und da ist der Programmierer. Ja, der Programmierer hat die Schuld, wenn es nicht läuft. Ja eben, der Publisher macht nur das Geld und macht blöd, wenn es nicht läuft. Das Ding ist, warum Chris Roberts seinen Online oder seinen Teil irgendwas hat er EA genannt, Electronic Assessment oder so irgendwas. Als Anspielung auf Electronic Arts. Genau, weil die ja Publisher sind und das brauchst du, sie das sind einfach gar nicht, weil die einfach so gut sind. Naja, wahrscheinlich haben die schon 20 Millionen Schulden oder so. Ne, der hat fast 100 Millionen geknackt. Ja und? Ja, das Spiel wahrscheinlich hat... ausgegeben. Ne, es geht. Aber weißt du doch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast 1 Million angemeldete Spieler. Jetzt schon. Eine Million. In der Pre-Alpha. Ey, wenn das Spiel rauskommt, ne, dann wird es wahrscheinlich so ein 100 GB Spiel, Alter. Ah ja, natürlich. Er hat gesagt, mindestens ja, 100 GB. Das ist viel zu übertrieben, Alter. Ah, nein, das ist geil. Das hat jetzt schon fast 50 GB. Ja, weil es behindert sind. Das ist geil. Solche Sachen hast mit Blätter, hast mit keinem Spiel. Ich kann nicht einzigen. Das ist das einfach so. Du hast auch mal keine Spiel, das 100 GB hat. Was? Will man ein Spiel, das 100 GB hat? Das ist so mein Punkt. Auf jeden. Gut, du hast es halt verkackt, wenn du. Wenn du dein PC neu machen willst und das ganze Spiel nochmal runterladen musst, dann hast du halt verkackt. Dann solltest du vorher noch so eine Umbau für PC, der 10.000 Euro kostet, den gekauft. Ne, nicht mal, das ist normal. Ja, gut, es soll schon ein Gamer-PC sein. Ja, aber es sollte laut Ding eigentlich free to play sein. Nein, wird's nicht. Ja, die Standard-Version. Du kannst die Schiffe und alles kaufen, natürlich. Wie bei die Schiffe muss man ja alles kaufen. Du weißt doch, wie es aufgebaut ist. Ein Schiff kostet da irgendwie. Schon gut Geld. Und wenn da Millionen Leute spielen und da jeder nur ein Schiff kauft, dann haben die ihren Jahresumsatz gemacht. So ungefähr. Gut, die aktuellen ach du Scheiße, die aktuellen Schiffe kosten um die 300-400 Dollar. Und ja, natürlich ist es ein Schweinegeld, das sagt ja auch keiner, musst du sie ja nicht kaufen. Da kaufe ich mir lieber eine PS4, was? Wow, 200 Zertifizierungspunkte für was? Maskierter Mord. Oh, ja, nee, ja gut, der eine verkauft jetzt gerade seine Schiffe, weil er Geld braucht bei uns. Das ist ein bisschen hart. Für 2000 Dollar oder Euro, was er schon reingesteckt hat in das Spiel. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Von der Grafik her ist es... Es sieht schon gut aus, ich würde es mir vielleicht... Geld, du siehst es ja dann bei mir, also du kannst ja mal ein Ding mal haben, meinen Account. Ja, ich seh's ja. Yes, ich hab wieder einen mit Maske erwischt. Du musst einfach Let's Plays daraus machen und dann. Da mache ich auf jeden Fall. Die Dinge haben immer guten Content, so die Previews und so. Was habe ich denn? 8, 9, wo leck, ich bin ja fast schon positiv. Ich bin 10 negativ, hat eine 0,75. Aber ich habe gerade wieder einen Kill von einem gemacht, wo ich brauche. Das ist geil. Jetzt bin ich 1.
Ja, auf jeden Fall. Es dauert halt noch eine Weile. Und wenn jetzt das Ego-Shooter-Spiel rauskommt, dann bin ich mal gespannt. Also das kommt ja... Ob das überhaupt funktioniert? Squadron 42. Doch, das funktioniert. Ich habe die CitizenCon leider verpasst. Oh, ärgere mich ein bisschen. Dann kannst du noch nachschauen. Ja, muss ich mir nochmal angucken. Weil da haben sie vieles vorgestellt. Und soll ja eigentlich Ende diesem Monat so rauskommen, sogar fast schon. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das muss schon hart, also richtig hart sein, die vom Ding her, da kann Battlefield oder Ding richtig abstinken. Call of Duty. Ja, Battlefield ist ein anderes Spiel wie das oder Call of Duty von mir, das ist ja, ja die auch stinken ja auch gegen Planetside in manchen Punkten, aber Planetside stinkt auch gegen die Spiele wieder in manchen Punkten ab und so wird es da auch werden. Nein, das Spiel stinkt gegen nichts ab, du hast einfach nichts. Natürlich. Gegen. Kommt immer drauf an, was du sehen willst. Ja, was, es hat Grafik, es hat Tiefe, es hat sogar Schwerelosigkeit. In welchem Spiel hast du Schwerelosigkeit? In vielen. Wo du kämpfen kannst in der Schwerelosigkeit? Ja, gibt's. Echt? Gibt's sogar bei Free-to-Play-Spielen, die du online spielst. Ja, aber dass das halt richtig gescheit gemacht ist und nicht so billig halt. Dachte, es wird auch ein Free-to-Play-Spiel. Ich soll ja mal sagen, angedacht. Alle Free-to-Play-Spiele sind billig. Ja, sind sie auch. Guck du Planetside ja, an. Ja, Planetside ist so billig, ne? Ja, ist Planetside billig. Ja, ja. Voll. Also das ist aktuell noch mit einer von grafisch mit am aufwendigsten Spieler, die laufen, ne? Ja, das stimmt. Planetside hat schon seine Vorzüge, allein von der Menge her. Also kann, da kommt kein Battlefield oder so ran an der an den Massenschlachten, was hier stattfinden. Ja, 300 Mann an einer Base, ne? Ja, da kommt kein Spiel ran, das stimmt. Ja nicht, ne? Allein der Traffic ist bestimmt schon hart. Ja, was weißt du, was die für Server da stehen haben? Ja, die haben nicht so kleine geputzige Maschinen da stehen wahrscheinlich. Wundere mich eh, ob das einzelne Serverräume dann sind oder das gemietete Dinger sind. Das würde mich interessieren. Ja, was du meinst, das Citizen? Beispielsweise, die arbeiten ja mit Google zusammen. Wegen den Servern. Wegen dem Interface. Was? Ja, weil es anscheinend irgendwie wahrscheinlich auch ein paar Millionen kriegt. Ja, Google freut sich immer über ein gutes Geschäft. Die machen dann so auf Art, ja, wir machen keinen Festpreis aus, sondern wir wollen einfach 20% der Umsätze haben. Es ist immer das Beste. Nee, weil es geht ja um den ganzen Datentransfer, weil momentan können auf einer Server-Instanz, glaube ich, so 40 Leute spielen gleichzeitig. Maximal. Ein bisschen wenig. Maximal, ja, auf einer Serverinstanz. Und später sollen es ja mal Hunderte werden. Auch mit Schiffe und Capital-Schiffe und so Zeugs. Aber dafür brauchst du ja einen Traffic, das ist ja jenseits von guten Böse. Die haben ja schon in der Alpha, wo die die Daten gezogen haben, die erste Dogfight-Modul, was da fliegen kann, was ich auch schon Videos gemacht habe. Natürlich, warum schießt er mich denn ab? Er schießt auf die anderen und dann dreht es sich um. Haben die ja schon mit Petabyte... Petabytes Datentransfer gehabt. Ah, das ist dann aber halt auch falsch verschlüsselt, also falsch gecodet. Ach. Weil das waren jetzt nicht so große Schlachten, dass man da so einen Transfer hat. Ja, aber die Masse, wo es gezogen hat, das darum ging's. Der Datentransfer, wo gezogen worden ist, sind Petabyte Daten gewesen. Überleg mal, Petabytes, wir sind Terabyte schon viel, aber Petabyte ist ja nochmal eine extra höher. Ja. Weil die laufen ja 24/7 die Server. Natürlich. Das ist ja. Und bei der Grafik und so, da ist nun riesen Datentransfer schon richtig. Oh, Sven, wo ist dein Bonbon hin, oder? Zeig mal, was du kannst. Sie haben den ganzen Code ja wieder umschreiben müssen. Ja, ich kann ihn hier nicht töten. Das ist so eine Selbstmordaktion hier, ich sterb die ganze Zeit. Ich bin da. Du bist Medic, oder was? Ja, ja. Oh Mann. Das war's. Oh Dev! Yeah. Oh Dev. Party! Juhu! Party hard! It's. Da gehen wir jetzt auf Ring, würde ich sagen, ne? Der Ring schon ist wieder? Super. Da haben wir eben The schon. The Wing. The Hole. Hat der Hole. The Wizard. The Wizard. Ich frage mich, warum der Opa auch dieser lässt, Alter.
wenn er schon was im Trailer, dass ja, die Oma einfach gestört ist und ein Monster ist, Alter.